Hey Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und heute habe ich wieder meine Schwester dabei. Ihr mögt das irgendwie total, wenn meine Schwester dabei ist. Deswegen glaube ich, werden wir jetzt öfter mal Videos zusammen drehen. Heute gibt es von uns beiden die Ich hab noch nie Challenge oder den Ich hab noch nie Tag. Also ich weiß eigentlich gar nicht genau, was das so wirklich ist. Ihr habt uns beiden aber wirklich super, super viele Fragen. Ich glaube, es waren irgendwie 2000 Fragen innerhalb von der ersten halben Stunde schon gestellt, die sich halt auf dieses Ich hab noch nie beziehen, sprich zum Beispiel, ich hab noch nie mein Bett richtig gemacht oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein paar Fragen rausgesucht, die wir euch jetzt beantworten werden. Wir haben hier solche Zettel, da stehen halt drauf, ich hab noch nie oder ich hab, falsch rum. Und wir würden mal sagen, dass wir jetzt beginnen. Viel Spaß! Die erste Frage lautet, hast du schon mal deinen Popel gegessen? 1, 2, 3. Ich habe. Ich habe noch nie. Wann hast du denn bitte schon mal deinen Popel gegessen? Ja, im Kindergarten. Erkennt man das überhaupt? Nein, ich habe noch nie einen Popel gegessen. Warum sollte ich einen Popel essen? Im Kindergarten? Ich glaube, ich habe noch nicht mal in meinem ganz, ganz jungen Alter, im Kindergarten, sprich halt, ne, einen Popel gegessen. Voll ekelhaft, den würde ich niemals machen. Nee, ich schon. Okay, die zweite Frage ist, hast du schon mal jemanden angekotzt? 3, 2, 1. Ich habe noch nie. Ich habe. Was? Nein, aber ich habe jetzt nicht so, als ich jetzt so 14 war, jemanden angekotzt. Ich habe mal meinen Papa angekotzt, als ich klein war. Das hat er mir sogar erzählt. Da lag ich auf seiner Brust und habe ihn angekotzt. Aber ich glaube, das hast du auch schon mal gemacht. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber jetzt so sonst habe ich noch nie jemanden angekotzt. Würde ich auch niemals machen. Ich habe mich selber aber mal angekotzt. Was? Hast du schon mal laut in der Öffentlichkeit gefurzt? Nein, du darfst außerdem nicht auf mein Schild gucken, ne? Ja. 3, 2, 1. Keine Ahnung. Ich habe noch nie. Ich habe, glaube ich, auch noch nie. Also laut auf gar keinen Fall. ich bin noch nicht so dumm und furze laut in der Öffentlichkeit. Ganz schön gucken mich dann andere an, so. Die hat gefurzt. Oh, fuck, es kommt noch. Nein, also, nein, ich habe auch noch die Leute in der Öffentlichkeit gefurzt. Also kleiner. Vielleicht so eine kleine Kombi. Okay, die nächste Frage ist, hast du schon mal einer Schnecke auf die Fühler getippt? 3, 2, 1. Ich habe. Ja, hat doch jeder schon mal gemacht, oder? Wir haben ja früher mal mit Schnecken gespielt. Ja, die haben wir immer gesammelt. Und im Karton gelegt. Okay, mehr brauchen wir dazu nicht erzählen. Okay, hattest du schon mal Schluckauf und musstest währenddessen rülpsen? 3, 2, 1. Ich habe. So ein Schluckauf, den habe ich jedes Mal. Meine Schwester, wenn die Schluckauf hat, dann rülpst sie währenddessen mit. Also das geht bei ihr gar nicht ohne. Ihr Schluckauf ist halt nicht so. Oder keine Ahnung, sondern ihr Schluckauf ist halt irgendwie so. Aber wirklich, jetzt ohne Witz, sie ist immer so. Ich kann nichts dafür, aber. Sie, die kann auch wirklich gar nichts dafür. Die versucht das immer zu unterdrücken. Oder das geht aber einfach nicht. Aber dafür hast du gar nicht Schluckauf so oft. Ich habe viel öfter Schluckauf als du. Ja. Spaß, okay. Nächste Frage ist, hast du schon mal versucht, im Stehen zu pinkeln? Ja, okay. 3, 2, 1. Ich habe noch nie. Ich habe. Was? Okay, stopp mal, das gibt's auch eine Wie Story. Sieht das denn aus, okay, wenn stopp mal ganz kurz. Ich bin dran jetzt. Da waren wir im Wald. Das weiß ich noch. Wir sind irgendwo hingewandt. Keine Ahnung. Ich war aber auch noch nicht über 10 Jahre alt oder so. Und ich habe im Stehen gepinkelt. Reicht, okay? Warum im Stehen? Warum nicht im Hocken? Ja, keine Ahnung, weil ich hatte Angst, dass mir die Ameisen an den Arsch krabbeln oder so. Mann, ich war keine Ahnung, 6 Jahre alt oder so. Es war auf jeden Fall schon mal irgendwie so, dass ich halt im Stehen gepinkelt habe. Okay, wir können das jetzt auch hier beenden, das ist ein bisschen unangenehm. Die nächste Frage lautet, hast du schon mal deiner Schwester Geld geklaut? Bei 3, 2, 1 beantworten wir diese Frage. 3, warte, warte, ich muss einfach nachdenken. 1. Ich habe noch nie. Ich habe. Als ob du mir noch nie Geld geklaut hast. Nein, ich habe dich immer früher gefragt. Scheiße. Jetzt fühle ich mich scheiße. Hä? Ich habe dir das bestimmt irgendwie irgendwann mal wieder zurückgegeben. Na, ich habe noch nie so geklaut oder so, keine Ahnung. Ich habe dir nicht einfach so weggenommen, das Geld. Ich habe dir das schon immer irgendwie zurückgegeben. Sicher. Sei es, ich habe dir danach ein Eis gekauft oder so. Hast du noch nie. Mann, ist mir egal. Irgendwie habe ich sie zurückgegeben. Ich geb dir, ich nehme dir doch nicht einfach 80 Euro weg oder so. So viel Geld hätte ich dir auch niemals weggenommen. Vielleicht waren es mal 5 Euro oder 2, 3 Euro fürs Busticket oder so. Sorry. Hast du schon mal im Unterricht dein Handy angemacht? 3, 2, 1. Ich habe. Ich habe. Oha, du hast mal ein Handy im Unterricht angemacht.
Nein, nicht richtig im Unterricht. In der Grundschule mal. Ich weiß, nein. Aber das war nicht richtig im Unterricht, sondern da hatten wir eine Freistunde. Also so eigentlich eine Vertretungsstunde und da mussten. Nee, keine Vertretungsstunde. Also hast du das Handy nein. gemacht. Wir mussten aufgeteilt werden. Das aber, sag ich Mama. Mama sieht das Video schon teil. Mama, lass mich mal ausreden. Nein, weil ich kann euch erklären, wieso. Zur nächsten Frage. Wolltest du jemals deiner Schwester einen Streich spielen, währenddessen du auf sie sauer warst? Das können wir jetzt machen. 3, 2, 1. Ich habe. Du wolltest mir auch einen Streich spielen? War denn das? Und okay. Was für ein? Ja, ich wollte. Das sag ich doch nicht. Okay, gut, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Gut, hätte ich schon fast gesagt. Aber ja, ich wollte dir auch schon mal einen Streich spielen, als du so richtig scheiße zu mir warst. Ich wollte dir irgendwie deine Haare abschneiden in der Nacht. Alter, hätte ich voll bringen müssen. Scheiße, soll ich sagen. Ich hätte voll das harmlose gemacht. Okay. Ich hätte die Ketchup in der Nacht in die Haare geschmiert, ey. Das ist nicht schlimm. Mayo. Hast du schon mal im Unterricht geredet und andere haben die Schuld bekommen? 3, 2, 1. Ich habe. Immer wieder. Bei mir ist es auch immer wieder. Immer wenn ich rede, kommt irgendjemand aus die Schuld. Das ist aber auch so. Bei mir auch. Hast du einer falschen Person schon mal peinliche Fotos geschickt? Und 3, 2, 1. Ich habe. Hallo, mach, du musst. Ich habe noch nie, glaube ich. Ich weiß es nicht. Hä, Snapchat? Doch, ja. Ja, okay, doch, dann. Ich habe schon richtig auch auf Snapchat peinliche Fotos verschickt. So. Auf WhatsApp, Mann. Was? Auf WhatsApp? Nee, auf WhatsApp würde ich niemals peinliche Fotos verschicken. Okay, die nächste Frage ist, hast du schon mal geklaut? War die jetzt so richtig im Geschäft geklaut, oder? Generell, ob du schon mal irgendwas geklaut... Du hast was bei mir. Nein. Naja, generell, du hast halt einfach geklaut und hast genommen, was nicht deins ist. Und mitgenommen und nie wieder zurückgegeben. Es ist egal jetzt wo. Es ist jetzt egal, ob auf dem Geschäft, irgendwo in der Schule oder sonst was. Okay. 3, 2, 1. Ich habe. Was? Das auch schon geklaut? Ja. Ja. Was hat er geklaut? Von dir mal. Sag ich aber nicht was. Was hat er denn geklaut? Und in der Schule mal. Von irgendjemandem, ich weiß auch nicht mehr von wem, ein Stift. Hast einfach weggenommen und nie wieder mehr. Ja. Was? Ist ja meinem alten Hort was geklaut. Allein die Hortkinder von damals. Ich habe. Oh, Scheiße, das ist voll peinlich. Ich habe. Eigentlich ist es voll süß, es ist nicht mal böse. Also, es war Muttertag am nächsten Tag und ich habe eine halt. Nein, ich habe aus der Babyborn-Abteilung. Da gab es immer, diese Babyborn, die hatte immer so ein schönes Armband. Und es hat mir halt damals als Sechsjährige auch schon gepasst. Und da dachte ich halt so, ja, das wird meine Mama auch passen. Dann habe ich halt dieses Babyborn-Armband mitgenommen, damit ich es meiner Mama am nächsten Tag schenken konnte. Hast du es immer noch? Mama, wenn sie es nicht weggeschmissen hat. Ja, das war's. Kommen wir zur nächsten Frage. Hast du dir schon mal eingepinkelt, wo du über 10 Jahre alt warst? Und das Problem ist, ich bin gerade mal 11. Stimmt, sie ist gerade 11. Das heißt, es muss im letzten Jahr geschehen sein. 3, 2, 1. Ich habe noch nie. Ich habe. Ich bin 14. Ich werde jetzt 15. Ja, okay, ändert auch nichts an der Tatsache, aber. Hä? Doch, okay, Leute, stopp mal. Okay, es hat bestimmt auch nicht jeder, aber wenn ihr mal so einen richtig krassen Lachflash hattet, ihr müsst euch ja nicht die ganze Hose voll gepinkelt haben. Es kann ja auch nur sein, dass ihr irgendwie, keine Ahnung, ist auch egal, aber wenn ihr euch mal so richtig krass tot weggepackt habt, einfach so mega lachen musstet, hat bestimmt jeder schon von euch schon mal... Mann, das ist voll peinlich, das ist was? So Leute, das war's schon. Das war einfach schon die letzte Frage, haben wir total übersehen. Ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat und euch eventuell ein bisschen unterhalten hat. Wenn das so ist, zeigt das uns mit einem Daumen nach oben. Und darüber würden wir uns natürlich sehr freuen. Genauso wie wir uns darüber freuen würden, wenn ihr unseren, nein, meinen Kanal jetzt abonnieren würdet. Falls ihr das noch nicht getan habt, denn so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Verpasst keine Videos mehr von mir und dann seid ihr ein Teil meiner Community, meiner geilen Community. Genau, das würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Ich verlinke euch dann hier oben gleich mit einem i mein letztes Video. Da könnt ihr auch nochmal sehr, sehr gerne vorbeischauen. Ansonsten findet ihr in der Infobox die Links zu meinen Social Medias, sprich Instagram, Twitter, Snapchat, Facebook, YouNow und.
das war's. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und wir beide wünschen euch jetzt einen wunderschönen Tag, Nacht, Mittag, Morgen, Abend. Egal, wann ihr dieses Video gerade schaut. Und wir sagen Tschüss.